Ich singe von der Zeit, als ich noch viel jünger war. Erinnere mich, wie einfach damals alles war. Aber dann wurden die Dinge komplizierter. Also, ich bin zwar eigentlich ein recht lebensfroher Mensch, doch, bin ich. Aber ich mache auch tiefe Depressionen durch, wo ich am liebsten aus dem Fenster springen würde. Ich kann besser damit umgehen, je älter ich werde. Ich weiß nicht, ob man lernen kann, das zu steuern, oder ob man mit dem Alter einfach ruhiger wird. Naja, jedenfalls war ich damals fett und depressiv und rief wirklich um Hilfe. In my tree. Was ich in dieser Zeile sagen wollte, war: Keiner scheint so im Bild zu sein wie ich. Deshalb muss ich entweder verrückt sein oder ein Genie. Das war schon mein Problem, als ich 5 Jahre alt war. Irgendetwas stimmte nicht mit mir, denn ich schien Dinge zu sehen, die andere Leute nicht sahen. Als Kind sagte ich oft: Ja, genau so ist es. Alle sahen mich an, als sei ich völlig übergestanden. Deshalb habe ich immer an mir selbst gezweifelt. Bin ich jetzt Gaga oder bin ich genial? John Lennon in The Beatles Anthology. Ali und Christoph. Thank you.
sechstes und letztes Kapitel. Stell dir vor, John Lennons Hymne. Shake.